Jihan Al-Omar. Vier junge Menschen, vier Jesiden, sie alle sind in der Blüte ihres Lebens, wie man so schön sagt. Und dennoch haben sie Unaussprechliches erlebt. Verfolgung, Entführung, Folter, Mord. Für diese jungen Menschen war der 3. August 2014 ein einschneidendes Geschehnis. Die Terrormiliz Islamischer Staat fiel in Shingal, der Urheimat der Jesiden im Norden des Irak, ein und tötete unter ihrer schwarzen Flagge tausende Menschen, entführte junge Frauen und Kinder, missbrauchte Frauen und Mädchen als Sexsklavinnen und bildete jesidische Jungen zu Selbstmordattentätern aus und setzte sie ohne Skrupel gegen die eigene jesidische Gemeinschaft ein. Einer dieser vier jungen Jesiden ist Jihan Al-Omar. Sie war noch ein Kind, als sie von der Terrormiliz Islamischer Staat entführt wurde. Jetzt, 8 Jahre nach dem Völkermord, ist Jihan, die Tübingen ihr Zuhause nennt, eine selbstbewusste, starke Frau geworden, die auf das Leid der Jesidinnen und Jesiden aufmerksam macht. Hallo, ich bin Jihan Al-Omar. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus dem Irak. Ich bin eine Überlebende aus dem Krieg 2014, der uns Jesiden passiert ist. Am 3.8.2014 hat sich mein kompletter Leben verändert. Und zwar, ich bin in die Gefangenschaft des IS gekommen. Ich bin mit einem Großteil von meiner Familie in die Gefangenschaft gekommen. Wir waren auf der Flucht in die Berge. Leider konnten wir nicht sehr weit kommen, da die Leute von dem IS schon vor uns da waren und uns den Weg versperrt haben, sodass wir nicht weiterkommen. Ich war 10 Monate lang in der Gefangenschaft. Es fehlen immer noch Familie, also meine Familie, die in der Gefangenschaft ist. Es fehlen immer noch 9 Leute aus meiner Familie. Ich habe seit 8 Jahren meinen Vater nicht mehr gesehen. Ich weiß von meinem älteren Bruder gar nichts mehr. Meine Onkels, meine Cousinen und Cousins sind immer noch in der Gefangenschaft. Jihan hat ihre Erinnerungen in einem bewegenden Buch festgehalten. In Zusammenarbeit mit Marvin Jihan Balletzhofer und Sine Balletzhofer. Dankbarkeit. Die schlimmste Zeit meines Lebens, heißt das Buch. So dankbar sei sie auch dem Land Baden-Württemberg, dass Jihan und zudem rund 1100 andere besonders schutzbedürftige Menschen aus dem Irak nach Deutschland gebracht hat. Ich bin vor 6,5 Jahren nach Deutschland gekommen mit dem Sonderkontingent Baden-Württemberg. Das war eine Organisation, die Frauen und Kinder nach Deutschland gebracht haben für einen Neuanfang in Deutschland und auch Leute sozusagen, die in der Gefangenschaft waren, damit sie in Deutschland ein besseres Leben haben. Ich bin mit dem Projekt nach Deutschland gekommen, mit einem kleinen Teil meiner Familie. Ich wurde sehr sehr gut hier aufgenommen, wie zum Beispiel sie haben mir verschiedene Vereine ermöglicht, dass ich Fußball spielen kann oder Ballett tanzen kann mit 11 Jahren. Fand ich das sehr gut, weil damit ich halt nicht so geschlossen bin, sondern auch mich den Leuten öffnen kann. Mit 12 Jahren habe ich die Sine Balletzhofer kennengelernt. Das ist eine sehr gute Freundin von mir mittlerweile. Ich habe mit ihrem Sohn Marvin Balletzhofer mein Buch Dankbarkeit, die schlimmste Zeit meines Lebens angefangen zu schreiben. Leider ist der Marvin vor 2 Jahren verstorben bei einem Autounfall und ich konnte mit ihm das Buch nicht weiterschreiben. Also hat die Mutter von Marvin sich dazu entschieden, mit mir das Buch fertig zu schreiben. Wir haben das Buch fertig geschrieben. Da ist meine ganze Geschichte und meine Erlebnisse, was ich in der Gefangenschaft erlebt habe und was auch andere Kinder erlebt haben. In dem Buch geht es darum, was mir und vielen anderen Menschen passiert ist,
von Sicht einer Zehnjährigen. Ich war damals 10 Jahre alt und musste so viel miterleben, was nicht mehr gesund ist für ein Kind, sage ich mal so. Genau, am 3.8.2021 habe ich mit Sine Balazova das Buch rausgebracht. Mittlerweile gehen wir an Schulen und in die Universitäten, um das Buch vorzustellen und auch über die Jesiden zu sprechen, über das Genozid, was mit Jesiden passiert ist und was auch immer noch passiert. Denn es gibt immer noch sehr viele Leute oder sehr viele Menschen, die in der Gefangenschaft sind und nicht die Chance haben, frei zu kommen, weil sie gefangen sind. Sie haben keine eigene Meinung. Sich auf den Markt gekommen. Wir haben das Buch geschrieben, damit die Geschichte der Jesiden nicht in Vergessenheit gerät. Ich finde es sehr wichtig, dass man die Menschen aufklärt und auch darüber spricht, was die Jesiden erlebt haben und was sie immer noch erleben, denn es fehlen immer noch sehr viele Leute. Und viele Leute wurden auch ermordet. Alleine am 3.8.2014 sind über 10.000 Jesidinnen und Jesiden ermordet worden. Genau, und ich wollte auch einfach, dass die Menschheit von Sicht einer damals 10-Jährigen erfährt, wie ihre Sicht war, wie ich mit 10 Jahren in der Gefangenschaft was ich erlebt habe und wie die Situation war. Ich bin auch dankbar dafür, dass es jetzt anerkannt wurde, der Völkermord an den Jesiden, dass es in Deutschland endlich anerkannt wurde, weil das, was den Jesiden passiert ist, ist sehr schlimm und ich hoffe, dass keinem Volk unterstützen und das, was uns passiert ist, nicht in Vergessenheit geraten lassen. Mein Buch Dankbarkeit, die schlimmste Zeit meines Lebens kann man auch gerne über unsere Website auch bestellen. Die Website heißt die schlimmste Zeit meines Lebens.com. Der Erlös des Buches geht an Hava Help. Das ist eine Menschenrechtsorganisation, mit der ich arbeite und auch Botschafterin bei Hava Help bin. Genau, ich setze mich für Menschenrechte und auch vor allem für Frauenrechte ein. Ich setze mich für die Menschen ein, die unsere Hilfe brauchen und auf unsere Stimme zählen. Das ist mir relativ egal, ob die Leute aus dem Irak kommen oder Afghanistan oder Iran. Ich bin hier und möchte auf die Situation aufmerksam machen, wo viele Leute die Leute dort vor Ort vergessen und nicht darüber berichten. Der Völkermord an den Jesiden durch die Terrormiliz Islamischer Staat sollte die Jesiden und das Jesidentum ausrotten. Das ist zum Glück nur ein radikaler Traum radikaler Islamisten geblieben. Auch dank junger Jesidinnen und Jesiden wie Jiham. In den nächsten Wochen wird Deutschland den Völkermord an den Jesiden offiziell anerkennen. Auf Betreiben und durch Initiative der Stelle für jesidische Angelegenheiten ist das erst möglich geworden. Wir fragen Jihan, was sie als Jesidin empfunden hat, als sie von der Einreichung der Bundestagspetition und von der Behandlung der Bundestagspetition im Deutschen Bundestag erfahren hat. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Deutschland uns aufgenommen hat und uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir hier einen Neuanfang anfangen können und hier uns hier in die Schule gehen können, dass wir die Chance haben, Bildung, also die Chance auf Bildung haben und auch Chance auf freie Meinung. Das ist nicht in jedem Land so. Ich bin auch dankbar dafür, dass es jetzt anerkannt wurde, der Völkermord an den Jesiden, dass es in Deutschland endlich anerkannt wurde, weil das, was den Jesiden passiert ist, ist sehr schlimm und ich hoffe, dass keinem Volk das, was uns passiert ist, denn das war sehr schlimm und viele Familien sind dadurch kaputt gegangen. Liebe Jihan, wir als Stelle für jesidische Angelegenheiten sind mehr als nur stolz auf dich.
Wir wünschen dir viel Glück und Erfolg auf deinem weiteren Weg und werden dich weiterhin begleiten.